Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Meerwassergemeinde. Ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser. Ich bin hier unten links, rechts in der Ecke. Ganz klein, ganz groß. Und wir haben heute hier mal eine Videokonferenz zusammengeschaltet, weil wir halt ja relativ schlecht einen Termin gemeinsam finden konnten. Und ja, ich darf euch vorstellen, einmal den Torben, Reef Styler, der Kerl mit dem kleinen Nano. 34.000 Liter Nano. Dann haben wir zu Gast den Alex von Abyss, der Mann für die Strömung und für die Umwälzung. Und wir haben zu Gast den Andy Bauer von Seawater Engineering, genau, Solutions war was anderes, der Mann, der für Bewegung sorgt bei der Strömung. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um so ein kleines bisschen, ich sag jetzt mal, Revue zu passieren, was bisher was bisher so beim Torben in seinem Becken von Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt so ein kleines bisschen passiert ist. Das ist zumindest der grobe Plan, den wir heute vorhaben. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, Leute, wir haben jetzt noch nichts gesagt da hinten im Hintergrund. Der Typ hier unten hat noch was erzählt. Ich würde mal einfach sagen, wir machen mal eine kleine Vorstellungsrunde, warum, weshalb, wieso und fangen einfach mal mit dem Torben an. Erzähl mal was über dich und was du so treibst und warum wir uns ja eigentlich treffen. ZB, auf geht's. Ja, ich bin Torben, 2013 mit Meerwasser angefangen, mit meiner Frau zum Mutzeck marschiert, wollte mir ein neues Becken kaufen, war neu zu teuer, haben aber eBay gekauft, 720 Liter. Dann, das dauerte gar nicht lange, ein, zwei Jahre, dann musste das größer werden. Dann kam das erste Florian, damals noch Schuran-Becken, 5500 Liter. Und das haben wir auch zweimal umgebaut, das Becken, von der Deko her, von Mittelschaft zum Seitenschaft. Und ja, jetzt sind wir bei 34.000 Liter gelandet. Ich habe gestern schon gesagt, hoffentlich war es das Letzte. Ja, du müsstest dann dementsprechend noch ein bisschen was dazu bauen, aber das dürfte recht schwierig werden im Moment. Ja, danke erstmal für die Vorstellung. Ich würde sagen, wir machen mit dem Alex weiter. Ja, ich bin Alex. Ich bin Miterfinder und Mitgründer von Abyss, also unserer Pumpenmarke. Wir machen ja nebenher noch ein bisschen Industrieelektronik auch und ja, ich habe, wann habe ich da eigentlich angefangen? Ich habe so ungefähr um 2000 rum angefangen mit Meerwasser. Vorher sowohl meine Frau als auch ich haben uns mal mit Süßwasser-Aquarien beschäftigt. Naja, und dann haben wir irgendwann durchs Tauchen tatsächlich auch irgendwie die Meerwasser-Aquaristik gefunden. Haben dann angefangen mit einem 250-Liter-Becken. Und das ging dann irgendwie so stufenweise hoch bis zu 1300 Liter. Dann habe ich angefangen, Pumpen professionell zu bauen und dann habe ich das Aquarium abgeschafft, weil ich da keine Zeit mehr für hatte. Und mittlerweile kriege ich jetzt dann, habe ich dann ein Becken im Büro. Das habe ich jetzt gerade abgebaut, weil wir gerade umgezogen sind und jetzt gibt es für mich auch ein etwas größeres Becken mit so 2500 Liter ungefähr. Ich freue mich schon drauf. Wird im Januar geliefert. Naja, ich finde für das Büro ist das schon ganz okay. Wobei bei Torben ist es ja auch im Büro. Ich wollte gerade sagen, also Torben hat dann die Latte recht hochgelegt im Moment. Wenn ich das nächste Mal baue, plane ich das nochmal größer. Alles klar. Gut, vielen lieben Dank. Und last but not least, Andy, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, ich bin Andy. Ich mache seit 11 Jahren Meerwasser auf. Ja, habe angefangen mit einem kleinen 300-Liter-Becken, dann kam 600-Liter-Becken. Und dann kam irgendwann 2200 Liter Deltaformbecken. Das Deltaformbecken war recht schwierig zu beströmen. Ich hatte am Schluss da 15 Strömungspumpen drin. Dann habe ich mir überlegt, ja, der Reinigungsaufwand der Strömungspumpen ist sehr hoch, was magst du? Ich kannte auch die Ostgebäude noch von früher. Gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Da habe ich mir gedacht, ich konstruiere mal selber eine Dreheinheit. Ja, und bin dann in den Becken auch auf 4 Pumpen runtergekommen. Läuft nach wie vor mit den 4 Pumpen nur. Ja, und irgendwann hat mich der Torben angeschrieben. Ja, hey, du baust ja kleine Dreheinheiten. Findest du das auch in groß? Ja. Ja, vom Hintergrund her bin ich Werkzeugkonstrukteur und habe gesagt, ja klar, kein Thema, kann ich so auslegen. Mal eben, genau. Mal eben. Genau.
Und jetzt sind wir da oben sind und die ja, laufen jetzt von der Zeit auch beim Forum im Becken. Genau. Ja, würde ich sagen, schon mal vielen lieben Dank für die Vorstellungsrunde und wir gehen direkt über zum nächsten. Im Endeffekt ist es so, wir treffen uns hier alle, um über dieses wunderschöne Nano von 34.000 Liter zu reden. Torben, warum nur 34.000 Liter? Mehr gab das Sparschwein nicht, ja. Das war maximal ausgereizt. Also es ist jetzt direkt an meinem Büro und der Raum war frei, also der Platz war frei. Den haben wir jetzt, das ist ein Gebäude im Gebäude, in einer Halle. Und so wie wir es geplant hatten, war da noch ein Stück frei und da habe ich gleich gedacht, den Platz kann ich nutzen. Ich will der Community das Ganze nochmal kurz in Erinnerung rufen. Das ist ja nicht nur einfach ein schöner großer Raum, den du da gemacht hast. Das ist ein schöner großer Raum, also sprich dieses Aquarium, in der ersten Etage. Also das ist nicht ebenerdig, sondern es ist tatsächlich in der ersten Etage. Wie kommt man auf so eine Idee? Und wie hält das? Unsere Büros sind alle oben. Unten ist Küche, Eingangsbereich und Besprechungsräume und sowas. So. Und jetzt habe ich mir auch überlegt, unten ginge nicht. Ich möchte natürlich davor sitzen, mein Büro ist oben. Und dann dachte ich, Mensch, geht das technisch überhaupt? Dann habe ich mit Statiker gesprochen. Und der sagte, ja, du, kein Problem. Da an der Stelle ein bisschen mehr Eisen rein. Die ganze Decke ist, glaube ich, 5 cm stärker geworden, Betondecke. Mehr nicht? Mehr nicht. Also ich war überrascht. Also, aber die ist, glaube ich, 25 geworden statt 20. Okay. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe das ausgerechnet. Das waren nicht viele Kubikmeter Beton. Also es ging nicht in die Tausende. Und da haben wir gesagt, ja Mensch, warum nicht? Ne? Ich wollte auch erst nur mein Aquarium beziehungsweise auch mein Büro 5 cm dicker machen und das alles ein bisschen tiefer. Und dann haben wir gesagt, nein, Blödsinn, wir machen das alles ebenerdig, es ist viel einfacher, bevor man da sowas anfängt. Also das war tatsächlich preislich möglich, dass man sagt, das geht, das ist kein großes Hindernis, so muss ich es ausdrücken. Ja, es ist natürlich extrem geil. Also so wie es da oben jetzt gestaltet ist, blende ich auch hier und da zwischendurch mal ein, wie es ausschaut. Ist das natürlich auch, ich sag mal, allein von der Größe, da haben wir jetzt was für Abmessungen genau da. Also 34.000 Liter ist natürlich schon mal das Hauptbecken an sich, circa. Ja, ihr habt vielleicht schon gemerkt, jetzt fange ich schon wieder an, irgendwo hin zu gucken. So, Mensch, wie war das nochmal? Also, circa Angaben. 3,89 Meter, 5,20 Meter, 27 Meter, irgendwie sowas und 1,70 Meter Wasserstand. Was? Ich glaube, 2 Meter hoch, aber ich habe 30 oder 40 Zentimeter außen herum Springschutz, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Das ist natürlich, ja okay, ist wichtig. Du hast einiges an Fisch mittlerweile drin. Du bist ja auch jemand, der, ich sag mal, einiges an Fisch ich sag mal, reinsetzt und auch dafür bekannt ist, dass er Paarhaltung macht. Ist ja in einigen Videos und Interviews schon gesagt worden. Und ja, vom gesamten Aufbau her ist es natürlich, ich sag mal, ja, wie beströmt man sowas? Da kommen wir jetzt gleich als nächstes zu. Und wie wirbelt man sowas um? Also wie der Durchsatz durch den Abschäumer, den kleinen, den du da im Nebenraum stehen hast. Da würde ich sagen, schwenken wir jetzt mal rüber zum Andy und Alex, die dazu gegebenenfalls mal was sagen können. Bitte. Ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen, Andy? Also du hast mich ja angerufen. Aber ich kann das aber erzählen. Also aus meiner Sicht war das ja so, dass Tom hat sich irgendwann bei mir gemeldet und sagte, ja, er hätte da so ein großes Becken und da soll halt auch irgendwie eine vernünftige große Strömungspumpe rein. Und na gut, ich meine, wir machen ja viel öffentliche Aquaristik und da ist natürlich jetzt, schockt einen jetzt erstmal 34.000 Liter eben nicht so wirklich. Also ich meine, das ist schon auch ganz klar unser Alltag, aber eben nicht in einem Büro privat. Also da muss man schon sagen, das haben wir eher selten. Also ich habe, glaube ich, so eine Handvoll oder vielleicht auch gerade mehr als eine Handvoll Kunden, die so in der Größenordnung unterwegs sind. Aber gerade bei so einem Becken, wie das jetzt bei Torben der Fall ist, wenn das eben so, ich sag mal, so groß in der Fläche ist,
Dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also wenn man mehr so einen Kubus hat oder einen Zylinder oder sowas, lässt sich ja immer etwas einfacher bestuhlen. Aber so ein großes, viereckiges Becken, da kann man natürlich dann mit ganz vielen Pumpen, so wie Andy das früher gemacht hat, arbeiten, dass man um das ganze Lift drumherum überall bläst und immer mal wieder was an ausmacht. Aber das ist auch so in der öffentlichen Aquaristik. Die Tierpfleger haben was anderes zu tun, als den ganzen Tag Pumpen sauber zu machen und irgendwie einmal im Jahr 200 Pumpen zu entkalken. Und dann muss man sich das schon überlegen, dass man dann eben Equipment einsetzt, was, ich sag mal, dafür gemacht ist, dass man das zwar einmal im Jahr sauber macht, aber man braucht eben nur zwei solche Geräte. Dann macht das wieder Sinn vom Arbeitsaufwand her. Und ja, da kam dann der Andy und sagte, er hat diese Dreholine für die Pumpe und er hätte da gerne mal so eine große Pumpe dran, würde das gerne mal ausmachen, das funktioniert. Ja, und dann ging das so los. Und dann war ich ganz überrascht, dass man das doch so gut zum Drehen kriegt. Also ich sag mal, mit ein bisschen Umprogrammiererei ging das ja nachher ganz sauber. Und mittlerweile kriege ich aber mehr Anfragen und kann gar nicht so schnell antworten. Und der will das vor allem für größere Pumpen machen, da müssen wir nochmal drüber reden. Also der Bedarf ist ganz klar da. Ne? Also es gibt viele, viele Becken auf der Welt, die davon ganz klar profitieren können, dass man die Strömungsrichtung zwischendurch umkehrt. Und das kann man halt mit mehreren Pumpen machen und die wieder abwechselnd schalten, aber dann hast du halt immer mehr Wartungsteile drin. Und insofern ist es mit dem Umdrehen hier jetzt gerade in den Becken bei Torben natürlich genial. Ne? Man kann das Wasser links rumdrehen lassen, rechts rumdrehen lassen und alles dazwischen drin auch. Also, ja, genau. Ne? Das ist im Prinzip halt schon eine coole Technik. Ist im Prinzip die kleinen Dreheinheiten, die Ocean Motion, die wir halt kennen, wirklich in groß. So, Andy, wie hast du das Ganze denn im Endeffekt realisiert? Weil man muss ja auch mal sagen, die Pumpen, die da dranhängen, das waren die, lass mich jetzt nicht lügen, bevor ich was Falsches sage. AC 400. 400 war es, genau. Die drücken wie viel Kubikmeter? Also 190 bis 220 Kubikmeter die Stunde. So, kurze Frage an Torben. Auf was stehen die Pumpen im Moment? Circa? 80%. Wie viel? 81%. Okay. Ich blätter mal unten so Pi mal Daumen ein, was sie gerade drücken. Ist gerade zu viel für mich im Kopf. Und ja, Andy, wie kommt man auf die Idee, da mal eben eine kleine Dreheinheit machen zu können, die so eine Last aushält? Wie ist das im Endeffekt realisiert? Ja gut, die Idee kommt ja immer, sagen wir mal, von den Anforderungen der Kunden irgendwo. Dort hat er mich damals angerufen. Ich habe gesagt, ich traue mir das zu. Ich habe da halt sehr viel Erfahrung mit Lagerung und so Sachen aus dem Spritzgusswerkzeugbau, wo man da auch eben große Kräfte abfangen muss. Und da habe ich eben da gute Erfahrungen mit. Ja, habe das dann eben auch berechnet alles, dass das alles stabil hält, die Lager, der Aufbau. Ja, so ging das halt los. Dann haben wir der Torben irgendwann mal eine Pumpe zugeschickt zum Testen. Ich konnte sie nicht live testen, ich musste sie trockenlaufen lassen. Wäre interessant geworden, einmal anstellen, ein Becken leer. Die Möglichkeit hatte ich. Ich aufschreiben, dass es keine Garantie mehr gibt. Trockenlaufen lassen. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, die Pumpe allein wiegt ja 10 Kilo, die ungefähr, oder? Ja, naja. Ja, aus dem Wasser raus, ne? Also im Wasser wiegt es ja ein bisschen weniger. Genau, also ich habe das dann im Endeffekt ja doch ein bisschen simuliert, auch die Schubkraft noch dazu. Ich habe dann eben mit Gewichten gearbeitet, die dann auch an der Stange gehängt haben und der Test gefahren und dann, ja, dann sind wir eigentlich auch gleich live ins Becken gegangen und haben da die Versuche gefahren. Das haben wir ja dementsprechend auch in dem ersten Video gezeigt, wie wir, ich sag mal, den ersten Versuch beziehungsweise die Beta-Phase für diese Einheiten da gemacht haben. Das hat alles, ich sag's mal, hier und da, dann hat es ein kleines bisschen gehakt, aber durch Nachprogrammierung hat es dann ja funktioniert, dass die Pumpen dann halt nicht so, ich sag mal, ruckartig bewegt wurden. Das war ja auch eine Kleinigkeit, die bei den kleinen Dreheinheiten nicht ins Gewicht fällt, aber bei, ich sag mal, den großen, wie wir gerade eben gehört haben, mit 10 Kilo Gewicht im Wasser etwas leichter, ist das natürlich was ganz anderes, wenn das auf einmal ruckartig bewegt wird. Ja, ist eine Herausforderung vor gewesen. Vor allem die Kraft, die halt nach hinten wirkt auch. Ne? Also die machen ja schon auch einiges an Schub. Und ja. Das haben wir ja gesehen, als die
als einer der großen Riffteile einfach umgepustet wurde. Ja, okay, da waren sie halt dann noch nicht alle hundertprozentig positioniert und bestückt. Ich glaube, der Norbert war darüber nicht ganz so glücklich, dass wir dem mal eben das Ding da gepustet haben. Da muss er halt schwerere Keramik bauen. Das keine diskutieren Keramik, wir jetzt hier nicht aus. Keine Keramik, ganz wichtig. Achso, ist keine Keramik. Ja, keine Keramik, genau. Aber das diskutieren wir jetzt hier nicht aus, weil ansonsten kriege ich am Samstag, wenn ich beim Norbert das live mache, ja, bin ich dann einen Kopf kürzer. Also. Ja, wir haben natürlich immer noch die Problematik. Wir haben oben die Dreheinheit, wir haben unten die Pumpe. Was kommt denn dazwischen? Ich sage es mal ganz doof gesagt, die Stange, die dazwischen ist. Was ist denn das eigentlich für ein Material? Woraus besteht es, dass die auch sowas aushält auf diesem langen Hebel? Das sind im Endeffekt die Standardrohre von Ebis, die auch Ebis dann für die ganz großen Pumpen verwendet. Die sind aus Titan. Wir haben oben ein Kupplungsstück konstruiert und dran geschweißt, also das fest mit der Stange verschweißt. Und dieses Kupplungsstück wird im Endeffekt dann mit einem Bolzen an die Dreheinheit adaptiert. Mhm. Und so ist er dann auch immer abnehmbar komplett. Also man zieht nur den Bolzen, nur ja, die Pumpe ist ja recht schwer. Zieht den Bolzen, nimmt die Pumpe raus, kann sie auch reinigen, ohne jetzt da groß was abschrauben zu müssen, sage ich mal. Ja, ist so. Wichtig ist ja auch beim Servicen oder beim Planen von sowas, die ganzen Montageteile, die es bei uns alle schon standardmäßig gibt für die ganzen Strömungspumpen, also egal, ob jetzt hier die 1200er oder 400er oder so, die Montagen sind ja alle gleich. Und wenn man jetzt anfängt und man konstruiert nochmal eine neue Stange, man dauert natürlich die Achse, die wir da haben, ist ja 60 mm, die ist halt stabil genug. Und wenn man jetzt da was anderes nehmen würde, muss ich auch gleich wieder alle Halterungen neu designen. Und dann wird es halt auch irgendwann ziemlich teuer, wenn man das nur in, ich meine, das bauen wir ja nun doch schon auch irgendwie nur in geringer Stückzahl. Und dann macht es irgendwann gar keinen Sinn mehr. Deswegen sind wir bei dem Maß geblieben, als er mich dann gefragt hat. Nur Titan ist halt, was spannendes Bearbeiten angeht, eher unglücklich. Und deswegen sind dann die Adapterteile ja oben aus dem anderen Material. Und das passt dann ja auch gut, weil das ist dann außerhalb des Wassers. Mhm. Genau, also die Welle selbst im Ocean Motion ist auch aus Titan. Einfach die ganzen metallischen Verbindungen aus einem Material zu haben. Und der Körper selber oben, der ist aus einem hochfesten Aluminium. Der wird dann noch beschichtet, damit er eben auch, wenn Salz dran kommt, nichts passiert. Und die Lagerung an sich, also du hast ja oben im Prinzip, ich sag jetzt mal ganz doof, den Motor, der das Ganze antreibt, dann hast du ja etwas tiefer, da hast du die eigentliche Lagerung sitzen. Ist das eigentlich nur, ich sag jetzt mal, passend auf das Rohr abgestimmt oder ist da noch irgendwie eine zusätzliche Lagerung eingesetzt? Genau, da sind zwei Lager nochmal drin aus Keramik. Okay. Um eben auch hier wartungsfrei zu arbeiten. Das heißt also, dass dann noch leichter und einfacher zu drehen ist, also um weniger Widerstand zu haben bei dem Drehen halt. Die Flugkraft der Pumpe auch abfangen. Genau, das ist. Und das ist ja ganz wichtig. Genau, das ist ja das, was ich im Endeffekt auch, ich sag es mal, immer als problematisch sehe, weil unten ist ja wirklich verdammt viel Saft drauf, haben wir ja eben gehört, was die Pumpe im Endeffekt drücken kann. Und das ist natürlich. Endlos ist es Schrauberskraft, wenn er mit dem Hebel schafft. Ne? Also je nachdem, auf welcher Höhe das Ganze hängt, kommt dann natürlich. Ich würde sagen, das Rohr gibt es ja bis 2 Meter Länge von Ebis. Ja. Und im Endeffekt für die AZ 400 und nicht für größere ist es auch so ausgelegt, dass es auch mit dem 2 Meter Rohr funktioniert. Wow. Krass. Da haben wir aber unten noch kein Gegenlager, ne? Nein, also bei 2 Meter funktioniert es noch ohne. Ja, genau. Ja, das ist schon was. Also man muss sagen, diese Keramiklage, die können, glaube ich, bis zu 18.000 Newtonmeter, also Querkräfte aushalten, von daher die sind stabil genug ausgelegt. Echt krass. Um eben diese Schubkraft auch an den langen Hebel dann immer noch zu handeln. So, jetzt haben wir den ganzen technischen Bereich. Schwenkt mal nochmal rüber zum Torben.